Nach dem gemeinsamen Frühstück mit Sally, unserer Hauskatze, wollen wir heute nach Gol fahren, und zwar mit dem Zug. Zum Bahnhof Ambalanguda geht es per Tuk-Tuk, denn wenn wir mit dem Motorroller fahren würden, müssten wir die Helme mitschleppen und das wäre dann nicht so toll. Der Bahnhof Ambalanguda liegt in einer Seitengasse, gleich nach dem Busbahnhof. Laut offiziellen Fahrplan soll der Zug mit Endstation Matara um 8.48 Uhr abfahren. Wir sind aber bereits um 8.20 Uhr da. Der Schalter ist aber noch zu. Angeblich öffnet er um 8.30 Uhr. Schlussendlich öffnet er dann tatsächlich um 8.42 Uhr. Nicht weiter tragisch, da der Zug sowieso verspätet einfahren wird. Wir machen die Bekanntschaft mit Rohan Silva, der sehr gut Deutsch spricht. Wie lange wollen Sie bleiben? Hier in Sri Lanka? Ja. Bis 23. 23. Nach einem kleinen Smalltalk fährt auch schon der Zug ein. Rohan ist so nett und führt uns zum Zugabteil der zweiten Klasse. Ein Ticket für die zweite Klasse kostet übrigens 80 Rupies. Wir verlassen den Bahnhof und biegen nach rechts ab, auf die Gol Main Road. Diese bunte Wandmalerei hier auf der Gol Main Road haben wir voriges Jahr nicht bemerkt. Nach ausführlicher Bewunderung und ein paar Fotos geht es dann rechts ab in die Prison Road. Schon erkennt man auf dem Hügel unser erstes Ziel, die St. Mary's Church. Vor der Kirche eine Statue der Heiligen Maria. Velila bendi preme vina se unave budunge ama dharme. Die Kathedrale der Königin des Rosenkranzes, auf Sinhalesisch Gol Santa Maria Asana Devo Medulla, ist die Domkirche von der römisch-katholischen Diözese in Gol. Es ist auch ein Wahrzeichen der Stadt Gol. Das Innere ist zwar nicht gerade prunkvoll, sondern eher bescheiden eingerichtet. Die Kathedrale wurde von der Society of Jesus Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Der erste Bischof war der belgische Jesuit Josef van Rett. Die Kathedrale ist von zentraler Bedeutung und wichtig für die Katholiken des südlichen Sri Lanka, hier in der Diözese Gol. Die Kirche ist, wie der Name sagt, der Jungfrau Maria gewidmet. Im Inneren finden sich mehrere im Boden eingelassene Steinplatten, die an verstorbene Priester der Kirche erinnern.
मिसे लोक नाए लेसिन वे पापे वेलीला बंदी प्रेमे बिना से उना में बुदुनगे अमादर में नो तेरी दना में वेलीला बंदी प्रेमे बिना से उना में बुदुनगे अमादर Links neben der Kathedrale befindet sich übrigens eine Schule. Hinter der Kathedrale findet sich dann ein liebevoll gestalteter Friedhof. Unser Besuch hier ist eher kurz gehalten. Und wir machen uns weiter auf den Weg zur Brahmananda Raja Maha Viharaya.